Kompass zu bauen ist jetzt auch cool. Hallo. Alle nochmal still sein und zuhören. So, wir bauen jetzt einen Kompass. Ein Kompass zu bauen ist eigentlich nicht so schwer. Der heutige Tag war gut. Wir haben Kompasse gebaut, also wir haben aus Korken haben wir Stücke gemacht und dann hatten wir noch so Nadeln. Haben wir magnetisiert. Das war so der Kompass, ne? Und was macht er dann? Den Kompass, den haben wir ins Wasser gedreht und der zeigt dann immer auf die nach Norden so. Andacht ging es darum, was uns beeinflusst, dass wir eigentlich so wie Marionetten sind. Dass zum Beispiel jetzt, wovon wir auch von Freunden abhängen, wenn wir mit denen spielen möchten oder so. Zum Beispiel jetzt kicken. Oder zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel ganz weit weg muss zur Arbeit, ist man davon ja auch abhängig. Und dass wir eigentlich alle besonders sind auf unsere Art und Weise. Und ja. Mir war klug! Heute haben wir eine Flaschenpost gebaut. Nee. Mein Text. Lieber Leser, liebe Leserin, in diesem Brief möchten wir dir mitteilen, dass auch du wichtig bist, obwohl wir alle Salzkörner auf dieser Erde sind. Also wie Salzkörner auf der Erde. Und was habt ihr damit gemacht?